ich darf Sie als Vertreter des Hausherrn, das ist der Bischof, hier herzlich willkommen heißen. Sie sind mitten im bischöflichen Ordinariat. Das ist hier der sogenannte Mark-Waltus-Saal, benannt nach dem Fürstbischof Mark-Waltus, der zweite Schenk von Kastell. Sie sehen, das ist ein barocker Prachtsaal. Immer wenn der Bischof von seiner Burg heruntergekommen ist und hier war der Wohnbereich auch des Dompropstes, hat er natürlich hier auch Empfänge gegeben und hier war natürlich auch die Wohnung eingebaut. Das ist typischer, ja, eine Variante des spätbarocken italienischen Stuckateurstils. Sie sehen also hier die entsprechenden Ausschmückungen. Also ich denke, das ist entsprechend auch, entspricht genau der Tagung, dem Ambiente, zu dem Sie eingeladen haben, die katholische Universität Eichstätt mit Weltkirche, Bistum Eichstätt, Gerhard Roth kennen Sie alle. Ich darf besonders begrüßen, Frau Präsidentin. Es ist schön, dass Sie zum ersten Mal hier in dem Saal sind, glaube ich, haben Sie gesagt. Ja, dann, das ist natürlich Ihnen, Ihrer Person und Persönlichkeit angemessen. Von daher ist es Zeit geworden, dass Sie hergekommen sind. Willkommen. Ich begrüße auch die Damen und Herren aus dem Kollegium der Professoren und natürlich die Studentinnen und Studenten. Sie wollen von mir keine große inhaltliche Ansprache hören. Ich darf Grüße von unserem Bischof ausrichten. Er wäre lieber hier als in Bonn. Der ist heute früh Verband der Diözesen, ist er immer noch in einer wichtigen Funktion. Und er wird heute Nacht zurückkommen. Aber er hat gebeten, dass ich diese Grüße ausrichte. Projekt Laudato Si, ich brauche Ihnen dazu nicht viel zu sagen. Vielleicht ein kurzer Hinweis, wir erleben ja, wie die Diskussion, Stichwort Klimaschutz, wir sagen pointierter Bewahrung der Schöpfung, wie das hin und her geht in der Politik ganz aktuell. Vielleicht darf ich etwas zurückblenden, dass hier die Kirche im namens des Konzils Vatikanum II für die Jüngeren unter Ihnen, das war 1962 bis 65, das ist für Sie schon lange Geschichte. Ich habe das noch erlebt als Schüler und Student. Und da gibt es eine wunderbare Erklärung, Pastoralkonstitution, Gaudium et Spes, Kirche in der Welt von heute. Und da ist interessant, denke ich, für die Gesamtdiskussion dieses Kapitel 43, Zusammenspiel der Kompetenzen von sogenannten Laien und sogenannten Priestern, Klerikern. Und ich darf vielleicht einige Sätze zitieren, die, meine ich, wieder und immer noch hochaktuell sind. Da wird zunächst gesagt, Aufgabe jedes dazu von vornherein richtig geschulten Gewissens, das gilt für die Fachleute, für die Laien, ist es, das Gebot Gottes im Leben der profanen Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Jetzt kommt, was von den Priestern erwartet wird. Von den Priestern dürfen die Laien Licht und geistliche Kraft erwarten. Ich hoffe, dass das heute noch genauso gilt wie vor 60, vor 50 Jahren. Und jetzt kommt, Sie mögen aber nicht meinen, Ihre Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, dass sie in jeder zuweilen auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon fertig haben könnten oder die Sendung dazu hätten. Das heißt, die Priester, die Geistlichkeit, das kirchliche Amt soll sich in diesen Fragen zurückhalten zunächst. Die Laien selbst sollten vielmehr im Licht christlicher Weisheit darin ihre eigene Aufgabe wahrnehmen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Oftmals wird gerade eine christliche Schau der Dinge ihnen eine bestimmte Lösung in einer konkreten Situation nahelegen. Aber andere Christen werden vielleicht, wie es häufiger und zwar legitim der Fall ist, bei gleichzeitiger Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen. Wenn dann die beiderseitigen Lösungen auch gegen den Willen der Parteien von vielen anderen sehr leicht als eindeutige Folgerung aus der Botschaft des Evangeliums betrachtet werden, so müsste doch klar bleiben, dass in solchen Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Meinung in Anspruch zu nehmen. Immer aber sollen sie in einem offenen Dialog sich gegenseitig zur Klärung der Frage zu helfen suchen. Dabei sollen sie die gegenseitige Liebe bewahren und vor allem auf das Gemeinwohl bedacht sein. Ich denke, das ist eine gute Grundlage für den Dialog, wenn die Kirche, wenn kirchliche Institutionen sich einbringen, dass wir keine
absoluten, konkreten politischen Entscheidungen behaupten dürfen mit einer eindeutigen Christlichkeit, aber dass wir darum ringen müssen und dass wir mit unserem Gewissen, so wie es unser Papst auch in Laudato Si sagt, dass wir um diese Lösung ringen müssen. Und es wäre schön, wenn auch in der kleinen und großen Politik, wenn diese Bereitschaft zum offenen Dialog in gegenseitiger Liebe, wenn das noch stärker, als wir es vielleicht vorfinden, Einzug halten würde. Das ist mein Votum in Bezug auf das Konzil und ich freue mich, dass Sie sich diesem Thema widmen von der katholischen Uni her und dass wir hier auch ins Gespräch kommen können, zusammen mit unserem Referat Weltkirche, dass wir vielleicht auch die eine oder andere Anregung aus unseren Partner, Bistümern und so weiter hier mit einbringen können. Das war's schon. Ich wünsche einen guten Verlauf und ich darf mich dann entschuldigen. Irgendwann muss ich wieder weg. Ich war heute bis vor einer halben Stunde in Sitzungen und ab und zu musste ich geläufig auf was Vernünftiges arbeiten.